Biomgaskompressoren, also speziell unsere Biomgaskompressoren, werden dafür eingesetzt, um den Ertrag an Ölfördersonden, wie Sie es hier im Hintergrund sehen, einfach zu erhöhen. Das heißt, das Casinggas, das direkt auf die Formation wirkt, wird durch den Biomgaskompressor abgesaugt, verdichtet und in die Förderleitung gepresst. Dadurch wird auch mehr abgeschöpft. Jetzt nicht nur Öl, sondern es wird auch Gas produziert, das ja auch wieder weiterverwendet wird. Das heißt, ein Biomgaskompressor kann zusätzlich von 300 bis 2000 Kubikmeter Gas dazu fördern und kann auch Öl ca. 1 bis 2 Tonnen mehr fördern, in 24 Stunden pro Tag. Man kann sagen, bei manchen Sonden sind die Investitionskosten innerhalb von einem Monat errechnet und bei manchen 6 Monaten. Durch das Absaugen wird der Lagerstättendruck unten vor Ort bei der Pumpe auf geringen Druck gehalten, das heißt auf einen Druck, was in der Lagerstätte herrscht, und das Öl kann fließen zur Pumpe und dadurch erhöht man die Produktion und man kann Sonden, die was normalerweise unwirtschaftlich sind, noch weiter ausfördern. Der Biomgaskompressor funktioniert ganz einfach wie eine Fahrradpumpe, muss man sich das vorstellen, eine doppelt wirkende Fahrradpumpe, nutzt eigentlich die Bewegungsenergie von dem Pumpenbock, also wir brauchen keine zusätzliche Energiequelle. Sie brauchen dazu einige Daten, also einerseits einmal den Gasdruck, den Sie direkt an der Formation haben, welche Gasmenge Sie haben, welche Ölmengen Sie haben, welchen Wasseranteil Sie unter anderem haben und auch die Tiefe der Taufe bzw. der Fördersonde, wo die Pumpe eingesetzt wird. Diese Daten, damit kann eigentlich ein Biomgaskompressor definiert werden. Also wir haben theoretisch 12, ich meine, es gibt deren viele, aber Standardprogramm sind bei uns 12. Wir haben einen 6 Zoll, einen 8 Zoll, einen 10 Zoll, das ist das Gehäuse. Und dann haben wir die Hublängen mit 30, 36, 48 und 60 Zoll. Zum Schutz der Umwelt haben wir eine doppelte Stoffbuchse im Einsatz, wo eben, falls die Arbeitsstoffbuchse, die untere, undicht werden sollte, Gas nicht austreten kann, sondern es wird das Gas, das Leckgas, in den jeweiligen Sondenkeller abgeleitet. Zweiter Punkt ist Betriebssicherheit. Das bedeutet, wir reden ja hier von Kompression und wenn wir Erdgas komprimieren, entsteht Wärme. Und diese Wärme führt dazu, dass es zu einer potenziellen Zündquelle kommen könnte. Und um das zu verhindern, wird eigentlich der Biomgaskompressor in den oberen und unteren Gasbereich und auch an der Stoffbuchse Temperatur überwacht. Wie schützt man einen Biomgaskompressor bei hohem Wasseranteil im Gas? Normalerweise haben wir dazu eigentlich spezielle Separatoren, Wasserabscheider, die jetzt speziell, also das eintretende Gas und Wasser trennen. Es gibt natürlich auch noch die Trennung von Sand. Das passiert eigentlich vollautomatisch und schützt eigentlich den Kompressor vor Flüssigkeitseintritt. Wir haben es natürlich auch mit H2S-Säuregas zu tun oder Sauergas nennt man es. Auch diese Anforderungen können wir erfüllen. Ja, der große Vorteil ist, dass er erwartungsfrei ist und von der Reparatur ganz einfach zu bedienen ist. In der Umwelt keine Durchschmiermittel, keine Verschmutzung. Ja, das ist ein ganz großer Vorteil. Es gibt eigene Arbeitsgruppen, was das planen, die Montage des Biomgaskompressors und die Dauer eines neuen Biomgaskompressors zu montieren. Das heißt, vom Beginn bis zum Ende dauert ca. 3 Tage. Der große Vorteil ist, dass Grimms-Müller als Lieferant die Montage, Wartungsarbeiten alles selber macht und das ist ein ganz großer Vorteil. Wie stellt sich die Wartung eines Biomgaskompressors dar? Das ist abhängig von der Hubzahl des Pumpenbockes. Desto schneller der Pumpenbock läuft, desto kürzer ist der Wartungsintervall. Aber im Durchschnitt bei 6 Hübe pro Minute kann man sagen von einem Wartungsintervall von einem Jahr. Was fällt an zusätzlichen Instandhaltungskosten an? Gibt es keine.